Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, vor ziemlich genau 31 Jahren ereignete sich im Atomkraftwerk Tschernobyl ein katastrophaler Unfall, der bis dahin nicht vorstellbar war und dessen Auswirkungen bis zu uns spürbar waren und auch lange noch spürbar sein werden. Unser oberstes Ziel ist daher die bestmögliche Sicherheit für die Bevölkerung und unser Land. Dies hat nicht zuletzt dazu geführt, dass wir nach den Vorfällen von Fukushima den beschleunigten Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung beschlossen haben, meine Damen und Herren. Und glauben Sie mir, als Klimapolitikerin kann ich sagen, dass der Ausstieg aus der nahezu CO2-neutralen Kernenergie zur Stromerzeugung eine wahre Herkulesaufgabe darstellt. Aber wir stehen weiterhin fest zu unserem Beschluss und nehmen diese Herausforderung gerne an, meine Damen und Herren. Und wir nehmen auch die Ängste und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in den Grenzregionen vor möglichen nuklearen Unfällen der naheliegenden ausländischen Reaktoren sehr ernst, weil Radioaktivität eben keinen Halt an Grenzen macht. Denn, meine Damen und Herren, die Sicherheit der Bewohner an der Grenze hat für uns oberste Priorität, nicht aber irgendwelche Wahlkampfmanöver wie dieser Antrag der Grünen. Das will ich von Seiten der Union ausdrücklich betonen. In dieser Legislaturperiode haben wir uns schon vielfach im Umweltausschuss, aber auch im Plenum mit dem Thema der älteren grenznahen belgischen Reaktoren beschäftigt. Meine Damen und Herren, man kann ja viel fordern. Jedoch ist es aus meiner Sicht nur zielführend, wenn wir uns im Rahmen der Realität und des Machbaren bewegen. Deshalb sollen wir in den entsprechenden europäischen, internationalen, bilateralen Gremien mit unserem deutschen Know-how auf die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards drängen. Nur so können wir ein Mehr an Sicherheit, unser wichtigstes Ziel, in den grenznahen Kernkraftwerken auch nachhaltig erreichen. Und da kann ich nur sagen, dass wir bzw. die Umweltministerin in dieser Legislaturperiode alles getan hat, was aus Sicht Deutschlands machbar ist. Das Thema wurde auch in mehreren kleinen Anfragen, mündlichen, schriftlichen Fragen behandelt. Eine zentrale Antwort der Bundesregierung war und ist immer, wenn es um die Forderung der Abschaltung dieser Reaktoren geht, dass jeder Staat selbst für seinen Energiemix verantwortlich ist und alleine bestimmt. Deshalb stehen uns auch nur sehr begrenzte Möglichkeiten der Einflussnahme zur Verfügung. Die Kompetenz zum Energiemix ist eben nicht auf der EU-Ebene. Und ich sage dazu auch nur, wenn die Kompetenz zum Energiemix auf EU-Ebene wäre, dann hätten wir aller Voraussicht nach nicht in der Weise Vorreiter werden und aus der Kernenergie aussteigen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nebenbei möchte ich auch noch erwähnen, dass Belgien nach derzeitiger belgischer Gesetzeslage den Kernenergieausstieg bis zum Jahr 2025 beschlossen hat. Was wurde alles seitens der Bundesregierung veranlasst? Letzten Dezember haben Deutschland und Belgien ein gemeinsames Nuklearabkommen unterzeichnet, das die bilaterale Zusammenarbeit der beiden Länder im Bereich der nuklearen Sicherheit vertieft und die Grundlage für einen verlässlichen Informations- und Erfahrungsaustausch darstellt. Teil des Abkommens ist auch die Einrichtung einer deutsch-belgischen Nuklearkommission, einer Expertenkommission, die noch vor dem Sommer zum ersten Mal tagen und insbesondere sich fachlichen Fragen widmen wird, wie zum Beispiel den gefundenen Kohlenstoffsteigerungen in den Wandungen der Reaktordruckbehälter der beiden belgischen Reaktoren. Auch sonst bedient sich die Bundesregierung aller diplomatischer Werkzeuge. Dort, wo in unseren Nachbarländern eine Laufzeitverlängerung vorgesehen ist, setzt sie sich dafür ein, dass eine verpflichtende, grenzübergreifende Umweltverträglichkeitsprüfung auch durchgeführt wird. Und wir versuchen, unseren Nachbarn zu zeigen,
dass man auch als Industrienation mittelfristig durch den Ausbau der sicheren erneuerbaren Energien aus der Kernenergienutzung zur Stromerzeugung aussteigen kann. Hier gehen wir mit gutem Beispiel voran und versuchen, Nachahmer zu finden. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Ein Exportverbot und die Schließung der Urananreicherungsanlage Urenco und der Brennelementefabrik ANF, wie die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, auch Die Linke es fordern, ist in meinen Augen der falsche Weg. Und ich sage Ihnen auch, warum. Dafür gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe. Erstens, bei Schließung dieser Firmen würde Deutschland wichtige Kompetenz im Nuklearbereich verlieren, die aus meiner Sicht vor allem für die Frage des sicheren Rückbaus, der uns ja auch sehr wichtig ist, und ich komme aus einer Region, wo es ein Kernkraftwerk gibt, die uns vor allen Dingen für die Frage des sicheren Rückbaus von hoher Bedeutung ist. Frau Weisgerber, darf der Kollege Krischer eine Zwischenfrage stellen? Nein, ich würde heute ausnahmsweise gerne meine Rede komplett zu Ende führen, weil sie allumfassend ist und weil ich davon ausgehe, dass dann auch alle Fragen beantwortet sind. Ich will Ihnen erklären, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, welchen weiteren Grund es dafür gibt. Nur mit Kompetenz und mit anerkanntem Know-how kann Deutschland durch Experten in den europäischen Gremien, der ENSREG, einem Beratungsgremium der EU-Kommission zu technischen Fragen, und der WENRA, dem Gremium der europäischen Genehmigungsbehörden, auch mitwirken, mit Sitz und Einfluss. Der Kompetenzerhalt ist aber auch wichtig, um in der Internationalen Atomenergieorganisation und der Nuclear Energy Agency, der OECD, Gehör zu finden, wirklich Gehör zu finden. Und gerade dies haben wir doch als das wichtigste Ziel, dass wir Gehör finden und dass wir weltweit hohe nukleare Sicherheitsstandards auch implementieren. Das ist doch unser oberstes Ziel. Denn hier gilt der Grundsatz, nur wer anerkannte Kompetenz hat und mitreden kann, der kann auch beeinflussen, meine Damen und Herren. Und an der Stelle muss man auch betonen, dass wir hier in Deutschland immer noch die sichersten Kernkraftwerke der Welt betreiben und über hohe Kompetenz in diesem Bereich verfügen. Der Ausstieg ist beschlossen, das ist ganz klar, aber die Kompetenz ist vorhanden. Verbannen wir jegliche kerntechnische Anlagen aus Deutschland, verlieren wir über kurz oder lang auch die entsprechende Kompetenz, mit der wir zum Beispiel auch die Sicherheit grenznaher Kraftwerke bewerten können. Und wie gesagt, wir brauchen in Zukunft weiterhin die Kompetenz auf diesem Gebiet für den Rückbau, für den sicheren Rückbau der Kernkraftwerke, welcher noch 1 bis 2 Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Und nun zum zweiten Grund. Es gilt, das wurde schon angesprochen, das Redundanzprinzip. Ein Betreiber eines Kernkraftwerks bezieht die Brennelemente immer aus 2 Quellen, um sicherzustellen, dass im Bedarfsfall die Brennstoffversorgung des Reaktors gesichert ist und nicht ins Stocken gerät. Würde Deutschland den Export der Brennelemente nach Belgien stoppen, würde das am Weiterbetrieb der Reaktoren in Doel und Tihange nichts ändern. Zudem muss man auch klar betonen, dass die gefertigten Brennelemente der Firma ANF sehr hohe Qualität haben. Auch dies ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Und gerade die nukleare Sicherheit steht doch im Fokus. Das zieht sich wie ein roter Faden, meine Damen und Herren, durch meine Rede. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser oberstes Ziel ist die Sicherheit für die Menschen. Aber es ist äußerst fraglich, ob wir dies mit einem Exportverbot erreichen. Aus meiner Sicht muss man für mehr Sicherheit, und das wurde auch schon angesprochen, auf der europäischen Ebene ansetzen und dort für eine Fortentwicklung der Sicherheitsstandards im Bereich der Kernkraftwerke werben. Dies ist für mich der einzig richtige Weg, mit welchem wir was auch erreichen werden. Und deshalb muss es uns gelingen, die hohen deutschen Sicherheitsstandards insbesondere auf die europäische Ebene zu heben. Als ehemalige Europaabgeordnete will ich Ihnen sagen, dass das immer der Ansatz meiner europäischen Umweltpolitik war, die deutschen Standards auf die europäische Ebene zu heben. Und auch in diesem Bereich der Sicherheitsstandards müssen wir genau diesen Weg gehen. Und dafür werbe auch ich, meine Damen und Herren.
In Ihrem Antrag sprechen Sie sich für eine sichere Lagerung der Brennelementkugeln des ehemaligen Forschungsreaktors Jülich aus. Diese Grundforderung trage ich zu 100% mit. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, Ihre Forderung nach einem neuen Zwischenlager am Standort Jülich lehne ich entschieden ab, da dies nicht die schnellste Lösung für eine sichere Lagerung der Brennelementkugeln ist. Und wie Sie alle wissen, wurde die Betriebsgenehmigung des vorhandenen Lagers, dem Standort Jülich, wegen fehlender Erdbebensicherheit entzogen. Wir haben dort einen rechtswidrigen Zustand, der zu Lasten der Sicherheit geht und schnellstmöglichst beseitigt werden muss. Welche Optionen stehen zur Verfügung? Erstens, der von Ihnen geforderte Bau eines neuen Zwischenlagers am Standort Jülich. Diese Option würde eine Genehmigungs- und Bauzeit von bis zu 10 Jahren beanspruchen und so dem Ziel der schnellstmöglichen Behebung des rechtswidrigen Zustandes widersprechen und somit auch Sicherheitsdefizite haben. Zweitens, ein Export der Brennelementkugeln zur Wiederaufarbeitung in den USA. Bislang ist fraglich, wann die Amerikaner genehmigungstechnisch für die Wiederaufarbeitung der Brennelementkugeln bereit sein werden. Die dritte Möglichkeit ist der Transport in das Zwischenlager Ahaus. Diese Option ist zeitlich gesehen die schnellste, zumal schon seit ein paar Jahren vertraglich Lagerkapazitäten im Zwischenlager Ahaus vereinbart sind und eine Realisierungszeit von nur wenigen Jahren, mindestens 2 Jahren, wohl möglich wäre. Zusammengefasst wäre deshalb die Lagerung im Zwischenlager Ahaus die schnellste und damit die sicherste Variante. Und deshalb gebe ich diesen Ball, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, gerne wieder an Sie und an Ihre Kollegen in der rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen zurück. Zu Ihrer Forderung nach der Wiedereinführung der Kernbrennstoffsteuer möchte ich auch noch gerne ein paar Worte verlieren. Die Kernbrennstoffsteuer wurde 2009/2010 bei der Laufzeitverlängerung eingeführt, um Gewinne der Energieversorger abzuschöpfen. Nachdem dann 2011, aber nach den Ereignissen von Fukushima, der beschleunigte Ausstieg aus der Kernenergie parteiübergreifend beschlossen wurde, wurden die kurz vorher gesetzlich zugestandenen Laufzeiten der Kernkraftwerke wieder drastisch zurückgenommen. Deshalb ist die Steuer auch Ende 2016 ausgelaufen. Und es gibt fachlich also keinen sachlichen Grund, die Kernbrennstoffsteuer wieder einzuführen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition. Im Gegenteil, wir sind heute schon viele Schritte weiter. Wir haben in dieser Legislaturperiode den gesamten Nuklearbereich auf ein neues gesetzliches Fundament gestellt. Die Finanzierungsfrage für die nuklearen Altlasten ist geregelt und das Geld hierfür gesichert. Die Energieversorger werden ab dem 1. Juli diesen Jahres mehr als 23 Milliarden in einen öffentlich-rechtlichen Fonds einzahlen. Der Bund wird für die Zwischenlagerung und Endlagerung zuständig, welche aus dem Fonds finanziert wird. Die Energieversorger werden den Rückbau der Kernkraftwerke selbst durchführen und bezahlen. Auf der anderen Seite haben wir eine neue Behördenstruktur für den Nuklearbereich nach internationalem Maßstab geschaffen. Der neue Regulierer, das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit, BFE, und die bundeseigene Gesellschaft für Endlagerung. Und zuletzt haben wir auch noch gesetzlich die neue Suche nach einem Endlager für Wärme entwickelte hochradioaktive Abfälle festgelegt. Dies wird auch zeitnah starten. Ich glaube, diese Liste zeigt, seit dem Beginn der Nutzung der Kernenergie wurde in keiner Legislaturperiode so viel seitens des Gesetzgebers in diesem Bereich geregelt. Diese Regelungen wurden auch noch obendrauf parteiübergreifend verabschiedet. Wenn das, meine Damen und Herren, kein Erfolg ist. Sehr geehrter Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Das Thema Sicherheit von Kernkraftwerken ist aus unserer Sicht sehr ernst zu nehmen. Das Thema ist aber zu ernst, um mit den Ängsten der Bevölkerung zu spielen und sich politisch mit Anträgen zu profilieren. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Wünsche nach Kurzinterventionen. Ich bitte um Verständnis, dass ich sie heute nicht zulasse. Es gibt schon jetzt angemeldet zum Schluss dieser Debatte noch mal eine Geschäftsordnungsdebatte. Die wird uns noch mal zusätzliche Zeit kosten. Wir liegen schon hinter dem vereinbarten Zeitplan. Und mit Blick auf die Präsenzverpflichtung der Kollegen bitte ich um Nachsicht, dass ich das heute diesmal nicht zulasse. Nächster Redner ist der Kollege Hubertus Zebel für die Fraktion Die Linke.